Heute gibt es einen Salat aus gegrillten Kohlrabi und Paprikaschoten. Hallo, ich bin der Rupert von Ich bin glücklich. Kennst du das? Du hast tierisch Bock auf ein Lebensmittel und sagst, das wäre jetzt eigentlich genau mein Ding, aber die Zubereitung, nee, da habe ich heute überhaupt keine Lust nicht. Tja, so ist es mir bei dem Rezept der Woche ergangen. Mir ist die Kohlrabi im Kopf, aber so meine gängigen Zubereitungsmethoden, die haben mich heute irgendwie wirklich nicht gekickt. Und dann ist man so kommen, Mensch, so hätte ich es aber gern, aber dafür gibt es noch eigentlich kein Rezept, nicht? Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, das probieren wir jetzt aus. Und was da dabei rausgekommen ist, das zeige ich dir jetzt in der Küche. Für unseren Salat aus gegrillter Kohlrabi und Paprikaschote brauchen wir 1 bis 2 Kohlrabi, sollten so circa 500 Gramm sein, 1-2 Paprikaschoten, so circa 200 Gramm, 30 Gramm Rosinen, 3 Esslöffel Sonnenblumenöl, 5 Esslöffel Olivenöl, 1 bis 2 Esslöffel geröstete Sonnenblumenkanne, 3 bis 4 Scheiben frischen Ingwer, 30 Gramm Kapern, 1 Viertel Teelöffel gemahlenen Koriander, 1 Viertel Teelöffel Majoran, 1 Viertel Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Misopaste, 1 Esslöffel Zwetschgenessig, 2 Esslöffel Hefeflocken, 10 Blätter Basilikum, 150 ml warmes Wasser und 1 bis 2 Blätter vom Römersalat. Ich gebe jetzt in die Auflaufform 3 Esslöffel Olivenöl. Das verteile ich jetzt ein bisschen in der Form. Und ich habe die Kohlrabi habe ich geschält, dann habe ich sie halbiert und so im auf so Pommes große Sticks geschnitten. Die Paprikaschote habe ich ebenfalls geschält, aber wie gesagt, du kannst natürlich da auch gerne die Schale dran lassen. Auch dann so in ungefähr so einen Zentimeter breite Streifen geschnitten und die dann nochmal halbiert. Und das geben wir jetzt in die Auflaufform. Und dann geben wir das Ganze für 25 Minuten in den Backofen bei 180 Grad. Und da habe ich die Funktion Grillen und Heißluft eingestellt. Also wie gesagt, wenn du nur Grillen hast, ist kein Thema, dann eben nur Grillen. Die Kohlrabi und die Paprikaschote waren jetzt 25 Minuten im Ofen. Ich habe sie jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Und jetzt geben wir die Rosinen dazu. Den klein gehackten Ingwer. Die Kapern. Das Salz. Die Hefeflocken. Und das Basilikum. Das habe ich ein bisschen fein geschnitten noch. Jetzt vermischen wir das mal ganz kurz. Und machen jetzt unser Dressing. Für das Dressing gebe ich jetzt das Olivenöl und das Sonnenblumenöl in so ein Schraubglas. Dann geben wir den gemahlenen Koriander dazu. Den Majoran. Die Misopaste. Den Essig. Und das heiße Wasser dazu. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Und dann schütteln wir das einfach mal kräftig durch, dass sich
das Miso gut aufgelöst hat. Und geben es dann über unseren Salat. Jetzt mischen wir es nochmal durch. Und fertig ist jetzt unser Salat und jetzt können wir ihn anrichten. Ich habe jetzt ein bisschen von dem Kohlrabi und der Paprikasalat auf einen Blattrömersalat gegeben und da habe ich jetzt noch ein paar geröstete Sonnenblumenkerne darüber gestreut. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Appetit, lass es dir schmecken. Konnte ich dich mit der etwas veränderten Zubereitungsart überzeugen? Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Kochen mit Rupert. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute und hab eine genussvolle Zeit. Mach's gut. Ciao.